Hallo und welcome to the next episode from Lost Places. Heute bin ich total echt begeistert. Wir dürfen an einer Gewässer antreten, was seit 40 Jahren nicht mehr betreten ist. Nie geangelt, seit 40 Jahren. Ich freue mich total, heute hier angeln zu können. Wir mussten diverse Sicherheitshürden überwinden, dem Sicherheitspersonal entfliehen. Eine richtig krasse Aktion. Sicherheitsdienst muss uns einen Kilometer hinter uns lassen, aber die müssen außerhalb der Gelände bleiben. Nur wir dürfen hier drin für maximal 4 Stunden angeln heute. Seit einem Jahr warten wir auf die Genehmigung, überhaupt aufs Gelände zu kommen. Es sieht zwar aus wie ein Mikrofon, aber dabei ist es ein Geigerzähler. Wenn der Alarm schlägt, haben wir gerade mal 3 Minuten Zeit, um hier abzuhauen. Wir wollen rausfinden, was hier drin ist. Bleibt dran! Wir sind heute hier an einer der stärksten Atomkraftwerke der Welt. Jason, auf! Oh, Fisch! Was denn? Nee, du hast geschnarcht. Ach so, ja, ich habe ein bisschen überlegt, wie können wir ein vernünftiges Intro machen. Ist alles ein bisschen langweilig hier. Das war ein Intro, wa? Ein bisschen übertrieben. Ich habe übrigens, ja, ich bin der Jason. Ich bin hier mit Thomas Neusius. Erklär mal, wo wir sind, Thomas. Ja, wir sind heute hier in Cattenom. Das ist direkt hinter der Grenze in Frankreich. Ja, es handelt sich hier im Hintergrund um ein Rückhaltebecken oder einen Riesensee, besser gesagt, vom Atomkraftwerk. Und ja, das ist ein richtig populäres Wintergewässer in Frankreich. Massiv Fisch und ja, interessante Angelei. Wie, kennst du die Simpsons? Ja. Simpsons, ne? Bart Simpson angelt an der Wasser von der Kraftwerk und fängt die dreiaugige Fische, heißt Blinky, heißt der. Und dann der Presser kommt und dann die nehmen diese Fisch zu Mr. Burns, der Präsident von Kraftwerk, und er muss die beweisen, dass sein Wasser sauber ist. Wie ist das hier? Wie ist der Fischbestand hier? Nein, die Fische sehen alle tadellos aus, also braucht man gar keine Bedenken zu haben. Also sind super gesunde Fische. Gut, essen würde ich sie vielleicht trotzdem nicht, aber trotzdem. Ja, das Thema heute, ich denke, ist, wir sind gestern ein paar Teiche abgefahren und die waren schon vereist. Wir konnten nicht angeln und dann haben wir gesagt, Mensch, du hast dieses Kraftwerk. Was haben wir hier für Temperaturen und so? Ja, gut, heute ist es eh noch mal ein bisschen milder zum Glück als gestern. Dadurch, dass praktisch, ja, ich sag mal, die Abwärme im See absorbiert wird, ist hier, sag ich mal, eine gewisse Grundwärme. Dadurch ist halt der Fisch, kann sehr gut abwachsen und ja, und im Winter macht es halt richtig Laune, weil die Fische hier halt relativ aktiv sind. Du hast mir heute Morgen erzählt, ein bisschen schon geklärt, da laufen Rohre durch dieses See. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, da kommen fast 1 Milliarden Kubikmeter am Wasser pro Jahr durch diese Kraftwerk. Und dann früher ist das zurückgeleitet in die Mosel und das hat für das Ecosystem war angeblich nicht so gut, weil die Wassertemperatur war gleich über 2 Grad mehr. So jetzt leiten die durch dieses See zum Abkühlen erstmal, bevor es wieder irgendwo abgepumpt wird, richtig? Ja, also das Kühlwasser läuft hier praktisch wie eine riesen Fußbodenheizung durch Rohre durch den ganzen See. Dadurch wird halt das Kühlwasser abgekühlt und umgekehrt der See halt erwärmt und das sorgt halt für eine gewisse Grundwärme hier im See und ja, das ist für uns Angler natürlich einwandfrei, weil die Fische relativ bei Laune sind. Wir haben nicht eine Spezialerlaubnis. Dieser See ist schon belebt und neben uns bauen die Einheimischen schon auf. So, wir wollen anfangen. Ich denke, Thema ist heute Deepwater, ja? Tiefen Gewässer. Wie tief angeln wir? Auf welche Entfernung heute? Also, dadurch, dass wir hier sehr steil abfallende Uferkante haben. Das geht bis runter auf den Grund. Angeln wir
praktisch heute nur auf 11,5 Meter. Da haben wir schon 5,50 Meter Wassertiefe. So können wir hier mit der neuen Euro mit 6,10 Meter Kittlänge optimal angeln. Ja, 13 Meter wird schon ein bisschen komplizierter mit der Tiefe. Ja, aber so wollen wir mal anfangen. Ganz klassisch, ein bisschen auf Skimmer angeln. Hier in Frankreich ist ganz klassisch mit roten Ködern, rote Marder, rote Pinky und natürlich die Mückelarve darf hier nicht fehlen. Ja, wir werden hier jetzt am Anfang sehr massiv füttern und dann eigentlich erstmal den Platz aufbauen lassen, in Anführungsstrichen. Und dann je nach Beißverhalten nachfüttern. Und wenn es zum Nachfüttern kommt, ist es meistens auch so, dass man dann nicht nur ein Bällchen setzt, sondern dann halt auch mal wieder 3-4 Ballen von Hand nachwirft. Cupping Kit habe ich zwar auch mal aufgebaut, aber normalerweise reicht hier die Handfütterung aus. Jetzt noch ein paar Pinky-Ballen. Bei der Anfangsfütterung, Thomas, hast du ziemlich kurz geschmissen. Warum? Ja, genau. Hier geht es ja, wie gesagt, sehr steil ins Wasser. Und ja, dass mein Futter nicht hinter der Spitze liegt, wirft man generell hier so ja, zwischen einem Meter und einem halben Meter auf jeden Fall kürzer als die Rutenspitze. Damit ist natürlich gewährleistet, dass das Futter auf jeden Fall nicht zu weit im See liegt und die Brassen irgendwo auf 13 Meter rumschwimmen. Wir angeln auf 11 Meter. Und auf der Spitze? Unten, wo du angelst. Die Steine sind genauso viel, so viel hier. Auf die ja, wir sind hier praktisch auf der Strecke, die sogenannten Eierbecher. Aber ich sag mal so, es ist relativ, auf der Länge gesehen, relativ gerade. Also ich nehme an, dass diese schnell mal Unebenheiten sich in den Jahren zugesetzt haben. Zwischendurch gibt es mal ein Loch oder so, aber ist doch relativ auf die 11-Meter-Kante gesehen, relativ gerade. Wie der Platz gefunden wird. Ah, dann. Da ist er aber schon der erste. Oh, erster Fisch. Ja, mit dieser Hintergrund so weiß und grau. Ganz schöne Bilder. Aber wir machen das Beste raus heute. Unser erster Atomkraftwerk. Was ist das? Guster? Ja. Nee, Guster? Skimmer. Kleine Brasse. Wie man sieht, nur zwei Augen. Nur zwei Augen, dieser. Dann fang mal eine Blinky mit drei Augen. Schöne große sind die Fische, ne? Was haben die? Der Schnitt 700, 800 Gramm? Ja, also der Schnitt hat 600 bis 800 Gramm und dann gibt es auch noch welche bis so bis 1200. Einmal nicht hinguckt. Ja, bis jetzt alles ziemlich die gleiche Größe, ne? Ja. Ist auch nicht schlecht.
Willst du ein bisschen mit deinem Köder erklären? Ja, kann ich machen, ja. So, wir angeln ja heute mit rote Pinkies, rote Maden, als auch Schlammwürmern. Als Hakelköder hat sich jetzt eigentlich bewährt, zwei Mücken, große Schlammwürmer, die ich jeweils am Kopf einhänge. Was sagst du dazu? Schlammwürmer? Ja, Schlammwürmer. Das sind Mücken dann, ne? Ja, Mücken. Oh ja, okay. In Frankreich vorhin war es genannt. Ja. Und ja, dann hänge ich auch noch eine Made. Auch in dem Fall am Kopf ein, aber auch ganz knapp. Und das vor die Schlammwürmer als Stopper. Schlammwürmer, höre ich das erste Mal. Wie sagen die anderen Deutschen dazu? Bloodworm, Joker, Mücken, große Mücken, kleine Mücken. Werde was? Hast du mit deiner Schlammmücken was Besonderes gemacht oder einfach? Ja, generell für den Transport ans Wasser bewahre ich die hier in so einer Box auf. Dadurch, dass man ja regelmäßig oder nach jedem Fisch den Hakenköder erneuern muss, wäre es nicht von Vorteil, praktisch jedes Mal mit den dreckigen Fingern, vor allem wenn man immer noch mal ins Futter greift, in dieses Hauptgefäß zu greifen. Das würde die Mückenqualität halt nur verschlechtern. Daher habe ich hier noch ein kleines Schälchen, wo ich immer so ein paar reinmache und auch ja, bei Bedarf halt noch mal nachlege und auch das Wasser immer noch mal tauschen kann. Also dadurch gewährleistet man halt, dass man über den ganzen Angelverlauf die Mücken ja, qualitativ hochwertig bleiben. Und es ist auch wesentlich einfacher, hier in dem kleinen, flachen Döschen sich die Mücken rauszusuchen, als in einem großen Gefäß. Und ja, das große Gefäß brauchst du nun mal halt zwecks Transport, sonst ja, in einem kleinen Gefäß gehen sie eher kaputt. Ah, langsam. Das ist einer von den besseren, ne? Ja. Auch nur zwei Augen? Auch nur zwei Augen. Oh Mensch. Ein Lächeln. So, wir sind ja hier im relativ tiefen Gewässer. Da gibt es ein paar Sachen zu beachten, dass das mit dem Fischfangen gut klappt. Also wie gesagt, wir haben hier ungefähr 5 Meter, 5,50 Meter Wassertiefe. Ich angel hier eigentlich überwiegend mit 2 Gramm. Dann habe ich zwei verschiedene Montagen, aber auf die gehe ich später drauf ein. Darüber hinaus ist, da ich auch kürzer gefüttert habe, weil es sehr steil hier in die See reingeht, ist auch das, vor allem das Einsetzen deiner Montage extrem wichtig. So wie du vorher gelotet hast. Und ja, wie ich die Montage gleich mal einsetze, zeige ich dir gleich. Die Montage habe ich generell so gelotet, dass du so ungefähr der Posekörper 5 cm rausschaut. Das hat den Hintergrund, dass wenn du die Montage einsetzt, reinschwingen lässt, es gewährleistet ist, dass der Haken auf jeden Fall an den Grund kommt und nicht irgendwo praktisch mit langer Schnur, wenn die Schnur dann noch zu lang wäre, praktisch der Haken über Grund schleifen würde. Und dann würdest du niemals einen Biss bekommen. Ganz schön wichtig, wie viel Schnur zwischen Pose und Spitze dann, ne? Wegen Wind und so? So, der See hier ist relativ groß und auch dementsprechend sehr windanfällig. Demnach habe ich meistens maximal zwischen also so 40 cm Schnur zwischen Schwimmer und Spitze, um einfach die Montage ein bisschen besser unter Kontrolle zu haben und auch, wie gesagt, beim Einsetzen, dass dort gewährleistet ist, dass die Montage nicht praktisch einen Meter hinter der Spitze irgendwie eingesetzt wird und ja, der Haken dann erst gar nicht auf den Grund kommt. Thank you.
Jetzt gehe ich mal noch kurz auf meine Futtermischung ein. Also hier angle ich eigentlich auch ziemlich immer selber. Der Wassertiefe geschuldet angle ich hier generell eigentlich 50% schwere Flusserde. Ja, und als Futter, dadurch, dass auch hier Karpfenangler zugange sind, verwende ich eigentlich das Tetschers Original. Ein Kilo, also eine Tüte, und dazu noch ein Kilo ganz normales Brotmehl, Breadcrumb. Und ja, das rühre ich das Futter zusammen erst an. Die Erde wird dann auch separat angerührt. Die binde ich dann noch ein bisschen mit grauem Lehm ab, dass die einfach noch ein bisschen mehr Bindung bekommt. Und ja, das Futter passe ich der Feuchtigkeit so an, dass ich dass es generell eine gute Bindung bekommt. Und schon beim Angelbeginn habe ich den ganzen Mix in einen Eimer zusammengerührt, also nicht Erde und Futter getrennt. So angle ich eigentlich hier am liebsten. Und zum Nachfüttern verwenden wir eigentlich hauptsächlich kleine Mücken in meinem Futtermix. Und je nachdem sind auch mal ein paar größere Brassen da, mache ich natürlich auch noch ein paar Pinkies dazu. Das ist mein Mix, den ich hier eigentlich am liebsten so verwende. Ich kann den Ballen eigentlich leicht angedrückt füttern, was eigentlich aber in der Regel nicht zu empfehlen ist. Also ich drücke die Ballen schon relativ fest und ja, der Ballen soll geschlossen runtergehen, unten passiv liegen und ja, die Brassen lange am Platz halten. Und das bekomme ich hiermit eigentlich ganz gut hin. Hat ein Reaktor hochgegangen. Ja, unangenehm. Hinten haben wir Alarmanlage im Kraftwerk. Hast du einen Fisch? Ah, das ist der kleinste Fisch heute. So, scheiß Bild. Müssen wir abhauen jetzt? Ja, wir bleiben einfach noch sitzen. Wie spät ist das? Vielleicht ist das Feierabend. So, jetzt zeige ich euch mal noch, was beim tiefen Wasser beim Fischlanden zu beachten ist. Also generell ist es eigentlich von Vorteil, den Fisch, sage ich mal, erst nah am Ufer hochkommen zu lassen. Und dann aber jetzt beim Schöpfvorgang angeln wir hier einen Weißfisch, Kescherkopf, und dann halte ich mit meiner rechten Hand, mit der Strille, das Kitt, die Schnur immer auf Spannung, damit sich die Montage nicht im Kescherkopf verfängt. So, zack, ohne Probleme. Damit habe ich einen schnellen Angelrhythmus gewährleistet. Und ja, das ist eigentlich eine einfache Handhabung, die aber hinteraus viel Zeit dir erspart. Und der nächste schöne Fisch. So, gehe ich jetzt mal kurz auf meine Montagen ein. Hauptsächlich verwende ich hier im See eine 2-Gramm-Pose. Allerdings habe ich jetzt 2 Kits halt aufgebaut, das hat den Hintergrund. Auf dem einen Kit habe ich eine Pose mit Stahlkiel dran. Und hier auf dem Kit, fange ich jetzt mal an, habe ich noch eine Pose mit Carbonkiel. So, das Kit mit dem Carbonkiel, angefangen vom Haken, der ist überall derselbe. Der ist aus der N10-Serie, in Größe 16 angle ich den hier. Das bedeutet, hier habe ich genügend Platz für eine Marder und 2 Mücken aufzunehmen. Als Beißschrot habe ich hier beim Carbonkiel ein Achterschrot, 20 cm oben drüber noch ein Achterschrot und darüber schon die Hauptbebleihung. Noch feiner möchte ich hier nicht gehen, allein schon wegen der Wassertiefe. Und beim Carbonkiel möchte ich die Hebebisse verwerten können, und das gelingt mir halt besser in dem Fall, wenn ich hier ein größeres Schrot halt als ein 11er Schrot zum Beispiel habe. Da ist einfach der Unterschied an der Antenne viel besser zu erkennen. So, Hauptschnur verwende ich hier, ist relativ sehr robust, weil hier auch mal ein Satzkarpfen zu fangen ist, sogar ein 16er Hauptschnur und ein 12er Vorfach in 15 cm Länge. So, weiß mal gar nicht wohin mit dem langen Kit. Pose ist, wie gesagt, greife ich beim Carbon-Kiel hier auf eine selbstgebaute Pose zurück.
Die steht sehr stabil im Wasser, steht relativ tief, eine lange Antenne. Ja, und generell angle ich hier mit einer schwarzen Antenne wegen den Lichtverhältnissen. Als Gummi ist hier optimal der ganz normale Solid Elastic in der schwarze in 1,2 mm. Ja, der ist auf jeden Fall stramm genug, um auch mit einem Satzkarpfen fertig zu werden. Und ja, angenehmer Vorteil ist, der Gummi ist jetzt nicht zu dünn, das bedeutet, kommt jetzt nicht 6-7 Meter raus, plus das lange Kit wie in einem Scheppen. Also ja, so angle ich hier eigentlich sehr gerne. Und ja, großartig umstellen tue ich eigentlich nicht. Ich wechsle nur hin und wieder zwischen den zwei Kits mit Stahlkiel oder Carbonkiel. Und ja, beim Stahlkiel, wie gesagt, Haken ist derselbe, Vorfachlänge ist dieselbe, Schnurstärke sind dieselben. Hier gehe ich allerdings hin und arbeite hier mit 10er Schroten. Unten als Beißschrot habe ich zwei 10er Schrote. Dann habe ich hier, ja, was sind das, gute 25 cm Platz bis zur Hauptbepleihung, also eine klassische Zweipunktbepleihung. Ja, und als Pose verwende ich hier eigentlich für die Weißfischanglerei im Fluss oder in tiefe Gewässern eigentlich mein Lieblingsschwimmer hier, der Power. Hat eine Inneführung, super robuste Pose, auch hier die Antenne schwarz gemacht. Also das ist so die Ausrüstung, wie ich hier immer starte. Und ja, wenn es jetzt, sage ich mal, noch feiner zugehen sollte, mache ich natürlich auch mal noch eine bisschen leichtere Pose auf. Das macht aber meistens eigentlich gar keinen Sinn, weil, wie gesagt, hier ist sehr oft Wind auf dem See. Die Montage muss stramm stehen bzw. ruhig stehen können, dass man nicht die Fische hakt. Ja, das war es eigentlich zu meinen Montagen. All your stuff away and check up for the day. There's no time to waste when it's 100 degrees. Burns under my feet. Won't you have a drink with me? So, die Bisse haben wir ein bisschen nachgelassen. Jetzt werde ich zwei große Ballen mit dem Poolcup nachsetzen. Und hier auch ganz normal mit Mücken ein paar Pinkies rein. Großer Ballen, festgedrückt. Und den werden wir jetzt auch kürzer, ungefähr einen Meter kürzer setzen, als ich eigentlich angle. Fische nachgelassen. Haben wir keinen Biss für 10 Minuten. Dann ist Winter, Mittelwinter. Kein Biss für 10 Minuten hat nachgelassen, sagt er. Ja, so ist es. Aber hast du recht. So, relativ fester Ball. Der soll ja unten auf Grund gehen. Und trotzdem 1 Meter kürzer als was du fischst, ne? Genau. Ah, ein bisschen aus der Höhe, ein bisschen Plumps machen, ja? Ja. Hey Leute, wir haben so einen grauen Hintergrund, grauer Wasser, grauer Himmel, bisschen blau da hinten, aber das Bild ist grottenschlecht und da ist nichts viel zu machen. Nehmen wir den zweiten Ball nach. Und was hast du in der Ball nochmal? Ja, wir haben hier kleine Mückenlarven und kleine Pinkies. Die habe ich in dem Fall jetzt noch nicht abgetötet, weil es ist so kalt, die bewegen sich eh nicht. Ja.
zur Pflege der Mückenlarven. Die großen Mücken habe ich jetzt eigentlich in einem großen Behälter hier gehabt und habe mir die nur, so wie ich sie immer gebraucht habe, in mein kleines Schälchen gemacht. Denen fehlt eigentlich so an sich nichts. Die hole ich jetzt genauso in derselben Box wieder mit nach Hause und kann sie so in den Kühlschrank stellen. Trotzdem lasse ich sie einmal am Tag, mache ich Wasserwechsel und lasse sie einmal durchkrabbeln. Das ist so ein Mückensieb und dadurch halten eigentlich eine Woche bis zwei Wochen, lassen sich die großen Mücken dadurch aufheben und sie sind nicht verloren. So, zu den kleinen Mücken ist noch zu sagen, die habe ich ja zuvor mit Mückentrenner getrennt, dass wir keine Klumpenbildung im Futter haben. So, generell halten die bei 7-8 Grad im Kühlschrank oder so oder einfach in der Garage auf dem Boden, vorausgesetzt es ist halt nicht zu warm oder zu kalt, halten die vorneweg schon ein bis zwei Wochen. Wenn du jetzt weißt, du gehst jetzt übernächste Woche nicht mehr auf Weißfisch, gehst gar nicht angeln oder vielleicht auch ins Kapodrom, ist zu empfehlen, die Mückenlarven praktisch in feine Erde zu geben, beispielsweise Terre des Hommes, dann praktisch auch nochmal, als würdest du sie trennen, damit praktisch, einfach leichte Erde dazugeben und das so in der Zeitung einfrieren. Das hat der Vorteil, vor allem auch hier an so einem Gewässer, wo man nicht zwingend notwendig lebendige kleine Mückenlarven braucht, also kann man wiederverwenden, sie sind nicht verloren und der Vorteil ist an der leichten Erde, sie lassen sich halt wieder perfekt trennen. Wenn du die jetzt einfach so, wie du sie in der Zeitung vorfindest, einfach so ins Gefrierfach machst, hast du einfach nur einen Klumpen voll kleine Mückenlarven und das lässt sich dann einfach nach dem Auftauen nicht mehr richtig trennen. Also wie gesagt, vorm Einfrieren, ein bisschen Terre des Hommes oder sowas drunter machen, in der Zeitung, Gefrierbeutel, ab ins Gefrierfach und dann hast du top Mückenlarven für hier zu angeln. Put all your stuff away and check out for the day. There's no time to waste when it's 100 degrees. Burns under my feet. Won't you have a drink with me? Das war ein schöner Angeltag, ne? Kann ich noch ein Outro machen oder wollen wir so ein langweiliges Resümee machen? Na komm, kein Tamtam diesmal. War ein schöner Tag heute. Haben wir super gefangen. Jetzt kommt die Sonne raus. Ja, typisch. Aber es ist trotzdem kalt. Aber Kraftwerk. Ich wünsche, ich hatte in Hannover so ein Kraftwerk. Schönes, geiles Angeln. Ja, es war ein gelungener Tag. Ja. Wir haben richtig gut Fische fangen können. Die Taktik ist eigentlich, kann man sagen, voll aufgegangen. So wie ich es vorbereitet habe, hat es auch funktioniert. Vom Futter angefangen, von den Montagen, hat alles gepasst. Dadurch, dass ich auch beide zwei verschiedene Montagen oder Posenarten aufgebaut habe, hat sich auch deutlich nochmal herausgestellt, dass in dem Fall die Pose mit dem Carbonkiel vor allem besser war, für die Hebebisse zu verwerten. Ja, an sich hat das gepasst. Und wenn die Bisse ausgeblieben sind, habe ich eigentlich von Hand ein paar Ballen nachgesetzt, auch einmal mit dem Pool Cup, einfach um den Unterschied mal zu merken. Es hat aber eigentlich keinen Unterschied gemacht. Ja. Also es war vor allem wichtig, wenn nachzusetzen, fester Ballen mit Geräusch, plopp rein. Also ich denke, dass hier die Fische mit dem Einschmeißen der Ballen einfach dieses, das Futter mit dem Geräusch assoziieren und den Platz wieder aufwenden. Ich bin einfach baff. Wir haben Mitte Dezember, es ist kalt, wir haben Schnee gehabt, wir haben alles gehabt, die Tage. Und dann kommen wir an so ein Gewässer mit solchen Bälle schmeißen, Muckenmaden ohne Ende. Mittel im Winter, das kenne ich gar nichts. Deswegen, ich bin ein bisschen baff, ich weiß gar nichts, Fragen zu stellen oder sowas. Es war ein schöner Tag einfach. So viele Fische im Winter zu fangen. Ne? Wahnsinn, Wahnsinn. Vielen Dank, Thomas. Hat mich gefreut. Das hat mir auch die Butter auf Weißfisch mit der Pose, Leute. Wisst ihr mehr mit der Pose? Morgen gehen wir nochmal ein Filmchen drehen. Ja. Pose oder blöde Feder? Ja, doch, mit der Pose. Die Frage ist nur, ob Weißfisch oder Karpfen. Das müssen wir heute Abend. Was eisfrei ist. Ja. Und ob es eisfrei ist. Alles klar. Hoffentlich habt ihr viel Spaß mit diesem Video. Und wie immer, bitte abonnieren, die Glocke leuchten, dass ihr keine Filme mehr von uns verpassen. Und jetzt, ich habe Bock auf ein richtig geiles Outro mit Sicherheitsdiensten, Hubschrauber, Flugzeuge. Komm, ich mach das jetzt.